Es ist für mich vielleicht noch schwieriger, als mich mit den Sinnstiftungen in dieser Welt auseinanderzusetzen, wenn ich höre, wie ich gelobt werde. Das ist immer eine ganz schwierige Angelegenheit insgesamt. Und wenn ich jetzt erzähle, wie mir das eigentlich vorkommt, wenn ich in einer solchen Ausstellung drin stehen darf, dann ist das kein Kokettieren. Tatsächlich sehe ich mich eigentlich nicht als den Schöpfer. Es ist nicht das Ich, was diese Dinge gemacht hat. Es ist vielmehr so, dass ich mich, wenn überhaupt, begreife als ein zufällig auf diese Welt geworfenes Herr Meierlein, das auf der Suche nach Sinn sozusagen immer wieder anstößt, das immer wieder sich die Sinnfrage neu stellen muss und eigentlich eine Grundbefindlichkeit hat, wie vielleicht das eines Rhizoms, das sind diese Pilzflechtwerke, die unter dem Boden liegen und wenn kein Pilzjahr ist, jahrelang auch überhaupt nicht in Erscheinung treten. Und plötzlich kommt ein Regen und es kommt warme Luft und es ist ein symbiotischer Baum in der Nähe und dann schießen diese Pilze irgendwie aus dem Boden, die für mich eigentlich alle ein Wunder sind, von dem ich das Gefühl habe, ich hätte das alles gar nicht selber gemacht. Ich staune eigentlich wie ein kleines Kind, dass überhaupt irgendetwas entsteht. Am Anfang war ja bei mir eigentlich ein so großer Zweifel, dass ich überhaupt nichts zustande brachte, jahrelang. Ich könnte Wittgenstein zitieren, der mal gesagt hat, ein Zweifel ohne Ende ist nicht einmal ein Zweifel. Und so ging es mir. Und die ersten Arbeiten, wenn man die so nennen kann, das waren bezeichnenderweise kleine Experimentalfilme. Und diese Filme, die haben für mich eine fast schon therapeutische Bedeutung gehabt, und zwar, weil ich jeweils auf Papier so eine Partitur für Bilder gezeichnet habe und dann mit der Kamera eines tierfilmenden Onkels losgelegt. Und das Wunderbare dabei war, dass ich nicht unmittelbar mit der Kläglichkeit des Resultates konfrontiert war, weil das eben ja der Prozess in dieser wunderbaren, dunklen Kamera, in diesem Kästchen stattfand und erst Tage später aus dem Labor zurückkam und ich jeweils so nervös war wie als Kind bei Weihnachten, wenn da ein Paket lag. Das war für mich wie ein Geschenk, wenn diese Filme zurückkamen und ich sehen durfte, wie immer das ausgesehen hat, dass ich überhaupt irgendetwas zustande brachte, überhaupt irgendetwas gemacht habe. Ich habe letzthin im Haus meiner Eltern viele Dosen gefunden noch von diesen 16mm Filmen, die ich vor mittlerweile ja 45 Jahren hergestellt habe, die ich nicht einmal ins Labor gebracht habe, weil es für mich gar nicht so wichtig war, was dabei rauskam. Ich war schon glücklich, überhaupt mich in irgendeiner Form betätigen zu können. Und so ist denn eigentlich immer wieder der Zweifel, und das sich hinterfragen hinter allem in diesen Sachen auch zu spüren. Und es geht wie ein roter Faden irgendwie durch alles hindurch. Und wenn ich das sehe, erinnert mich das natürlich an diese Zeiten, wo ich mich sehr schwer getan habe, überhaupt irgendetwas zu machen. Ich erinnere mich vor allem an eine Geschichte, die für mich dann subjektiv sehr wichtig wurde. Meine erste Performance, oder wie man dem sagen will, oder das hieß ja Konzeptkunst damals, das war, dass ich einen Holzrahmen 4x4 Meter auf den Boden eines öffentlichen Platzes gelegt hatte. In diesen Rahmen hinein wurden 100.000 kleine Metallstücke hineingeschüttet und während einer Woche habe ich dann von 8 bis 12 und von 1 bis 6 diese Metallstücke abgezählt in Tüten a 1000. Und dass ich das überhaupt machte, hat einen ganz lustigen Grund. Ich hatte in einem August dieses Jahres, ich glaube das war 69, einen Freund,
der Gärtner war, erzählt, dass ich so etwas vorhätte. Und wie viele dieser Ideen, die man hatte, habe ich mir die auch einfach vom Leib geredet, sozusagen, und das schon längst vergessen gehabt. Und zwei Monate später treffe ich meinen Freund Hans wieder und er fragte mich auf gut Schweizerdeutsch, ja, hast du das denn jetzt gemacht? Und ich habe mich irrsinnig geschämt, dass ich nur davon erzählt habe, es nicht gemacht habe. Und dann sagt er zu mir, so ganz rational und einfach denkend, du weißt, ich als Gärtner kann dir sagen, es ist jetzt Oktober und wenn du den ganzen Tag draußen sitzen willst, dann musst du das jetzt machen, sonst frierst du dich zu Tode. Und ich bin Standardbede in eine Eisenhandlung gegangen, habe diese Eisenstücke bestellt und die wurden am Montagmorgen abgeladen und so saß ich denn da eine ganze Woche in diesem Holzrahmen drin und habe die Stücke abgezählt und ohne diesen Hans Bolli hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Und dieses Stück war für mich eigentlich für alles Spätere von großer Bedeutung. Also für mich subjektiv, ich sage nicht, das war ein wichtiges Stück, aber für mich war das so etwas wie ein Sprung in eine andere Welt hinein, nachdem ich ja nach dem Abitur 4 Jahre lang dieser Sinnfrage ausgewichen war, als mehr oder weniger professioneller Pokerspieler. Vielleicht eine Geschichte noch zum Abschluss. Meine erste Musikhervorbringung, die war mit einer Punkband. Das Stück hieß Cry for Fame und dieses Stück landete zufällig, da haben wir 250 Exemplare davon hergestellt, in einer Jukebox in Hamburg, in einem wunderbaren Punkladen drin, in einer Punkbar. Alles total durchuniformierte Punks mit violetten Kämmen auf dem Kopf und allen Ketten, die zu dieser Uniform gehören. Und einer steht dann neben der Jukebox, hört sich das an, das Stück war fertig, ich gehe hinaus und er rennt mir nach und sagt, du, die Musik da drin, die war doch von dir. Sag ich, ja, die Musik war von mir, sagt er, weißt du, die Musik finde ich ja scheiße, aber dass du dich Meier nennst, ist das Größte. Ich möchte mich zum Schluss noch sehr herzlich bedanken natürlich, dass mir diese Ehre zukommt, sozusagen aus dem Nichts heraus in hochwertigen Museen auszustellen. Ich möchte insbesondere natürlich Peter Weibel bedanken. Wir hatten uns ja jahrzehntelang sozusagen aus den Augen verloren nach dieser Underground Explosion kaum mehr gesehen, dass ich an einem so wunderbaren Ort eine Ausstellung haben darf und sehen darf. Die Ausstellung hat viele ähnliche Exponate wie in den Deichtorhallen, aber ist noch einmal ganz anders aufgebaut und man geht dann sozusagen die Spuren seines Daseins über die paar 10.000 Tage seines Gastspiels auf dieser Welt noch einmal ab. Und erkennt sich wieder, erinnert sich natürlich auch immer wieder anders. Also vielen Dank, Peter Weibel, dass du mir diesen Gang, den Fußspuren meiner Vergangenheit nach hier ermöglicht hast. Da möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Karin Heitlinger, die diese Ausstellung mit kuratiert hat und die auch zuständig war, dass alle die Sachen so wunderbar geklappt haben und zusammengetragen worden sind, dann auch bei ICA, die hier die Pressearbeit gemacht hat und mich sehr kompetent und liebenswürdig betreut hat und last but not least natürlich bei Axel Heil und Margrit Brehm, die diese sehr komplizierte, fast schon archäologische Arbeit des Zusammenstellens dieses Katalogs auf sich genommen haben und mit einem nicht unkomplizierten Kerl wie eben diesem Meier hier doch monatelang gearbeitet haben, dass dieser wunderbare Katalog zustande kam. Also vielen Dank auch Ihnen, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind und ich freue mich, die Ausstellung hier noch einmal zu sehen mit Ihnen zusammen. Peter Weibel hat mir gesagt, ich soll darauf aufmerksam machen, dass ich dann am Schluss für die Leute, die einen Katalog gekauft haben, auch eben den unterschreibe mit einer kleinen Widmung. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf und hoffentlich viel Vergnügen bei der Ausstellung. Danke vielmals.